Bist du gehypt? Denn die neuen limitierten Hyper-Designs von Saftig, Team Melone, das Matrix-Hochdruck-Design und das futuristische Totem-Hyper-All-Over-Print ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt's die 4D-Licht- und Finsternis-Autogrammkarte zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaos50.com. Leute, wisst ihr was? Ich konnte gestern gar nicht richtig einschlafen. Ich war wohl viel zu aufgeregt heute auf den Urlaub. Leute, ey, ich bin richtig gespannt auf die Kreuzfahrt, weil kein Spaß, immer hier rumsitzen, den ganzen Winter lang, hier nur in meiner kleinen Wohnung, einsam und... Okay, leider, alleine sind wir nicht, ja. Manfred, kann ich reinkommen? Bist du nicht gerade am Duschen? Manfred! Oh, war der Klo? Manfred, wir haben doch drüber geredet, bitte nicht hier draußen, Manfred, nicht! Wir kriegen wieder eine Beschwerde, wir kriegen eine... Bist du Klo? Oh, der Typ da unten ist immer noch da. Was? Mister, ihr dreckigen Vögel, schon seit über einem Jahr immer genau hier. Manfred, ich glaube, das ist doch vom vorletzten Projekt. Okay, Manfred, komm jetzt mit hier. Was? Manfred? Leute? Ja, ist ja gut. Oh! Professor Koffer! Du Koffer! Ey, Leute, wer hat ihn nicht vermisst? Den guten alten Professor Koffer. Alles klar, Professor Koffer, hi! Was gibt's? Was macht ihr denn noch hier? Das Schiff fährt in 5 Minuten ab? Oh, warte, heute? Ich dachte, okay, alles klar. Warte, erlaubt. Hey, Professor Koffer! Nicht meine Glocke kaputt machen. Beeilt euch mal, ihr Koffer! Ja, passt. Manfred, pack den Koffer. Pack zusammen. Urlaub? Nein, Manfred, wir haben doch Urlaub, nicht Uhr. So ein komischer Typ namens Igor wartet schon auf dich. Stimmt, Leute. Igor wollte... Warte mal. Professor Koffer? Wir sehen uns auf der Kreuzfahrt. Du Koffer! Okay, alles klar. Leute, warum Laub? Nein, kein Laub, Manfred. Urlaub! Manfred. Leute, erinnert ihr euch noch? Am Ende von Labyrinth hier... Wurden wir eingeladen, hat Professor Koffer gesagt, mit all dem Geld haben wir eine Kreuzfahrt gebucht. Und am Ende war auch Igor da. Ich glaube, klein Manfred? Stimmt, Manfred hat doch sein Manfred-Plüschtier. Leute, wenn ihr Manfred haben wollt, shop.chaos50.com, gönnt euch euren eigenen Manfred. Dann könnt ihr mit ihm auch auf Urlaub fahren, keine Ahnung. Warte, was? Shop.klo? Nein, shop.chaos.com, nicht shop.klo. Manfred, der war auf ans Klo zu denken. So. Ich zieh mich mal an hier. Ich zieh mir das neue Totem Hyperball Overprint an. Und meine restlichen Sachen. Auf geht's, Manfred. Let's go. Hier, warte. Tür. Let's go. Komm her, Manfred. Leute, ich freue mich auf den Urlaub. Wer nicht weiß, was abgeht, Leute, hallo, ist wieder mal Chaos 45 und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Titanic. Das ist ein neues Projekt hier. Neues Horrorprojekt hier in der Reihe. Wenn die Folgenserien davon nicht gesehen habt hier, keine Angst, Leute. Es ist relativ selbsterklärend hier. Ihr müsst euch nichts wissen. Außer, dass Manfred ein relativ bekloppter Typ ist. Manfred, nicht die Blumen wieder abbeißen. Das ist kein Essen. Manfred auch, Leute, sollte auf. Oh, Manfred, hol mir den Aufzug. Leute, sollte der Aufzug nicht nochmal oben sein? Ist ja ein Sicherheitsrisiko. Ich meine, egal. Leute, ich habe mir die beste Versicherung alles hier. Okay, okay, okay. Und da ist er. Auf geht's. Ich bin jetzt echt gespannt. Ding Dong macht der Aufzug. Okay. Leute, ich bin gespannt, was für eine Kreuzfahrt Professor Koffer gebucht hat. Warum Zug? Nein, Manfred, Aufzug! Nicht Zug! Wir fahren nicht mit der Bahn. Okay, alles klar. Hier wären wir. Mein Aufzug macht so Ding Dong. Was? Ja, Manfred, ist ja jetzt egal. Ich habe keine Ahnung. Let's go, Leute. Steht mein Auto noch hier? Stopp, sofort. Oh, nicht schon wieder, Manfred. Warte, sie schon wieder? Mr. Chaos 45? Oh, Leute. Vielleicht habe ich in einem vorigen Projekt schon mal hier eine Strafe bekommen. Sie parken immer noch illegal. Sie parken illegal. Dies ist eine Kurzparkzone. Ja, das war schon. Ich wollte nur kurz halten. Ein halbes Jahr seit Labyrinth. Hier darf man nur kurz parken. Keine 18 Tage. 18 Tage? Ich meine, okay, ich war zwischendurch einkaufen. Manfred, kannst du dem irgendwie überreden? Sie müssen hier mit 27.947 Euro Strafe zahlen. Zusätzlich zu den 5.120 vom letzten Mal? Manfred, mach den Motor an schnell. Ich werde kein drittes Mal fragen. Okay, schnell. Manfred, steig ein!
Go, komm! Das war ab. Wo ist denn hier überhaupt der Hafen? Donut? Ja, der hatte Donuts, gell? Die ist immer noch abgespielt. Hier ist schon ein Jahr lang Baustelle. Machen die irgendwann noch weiter? Ah, Leute, wisst ihr was? Hot. Manfred, was denn? Was hast du gesehen, Manfred? Hier hinten? War der hot? Okay, Manfred. Willst du einen Hotdog haben? Letztes Mal haben wir keinen gekauft, gell? Okay, alles klar. Hotdog für 1 Euro. Manfred, du hast nicht zufällig Geld dabei? Wir haben eigentlich richtig viel Preisgeld gewonnen. Manfred, wo ist das eigentlich alles hin? Was hast du damit gemacht? Bist du hot? bin ich hot? Hier, Hotdog. 1 Euro, Manfred. Hast du? Hotdog. Hallo. Nur 1 Euro pro Hotdog. Sonderaktion. Manfred, was hast du mit dem Geld gemacht? Manfred, die haben doch über mehrere Millionen, Milliarden bekommen. Manfred. Oh nein, denk nicht dran, Manfred. Ich weiß, was du machen willst. Nein, tu es nicht, Manfred. Tu es nicht. Okay, was? Ich schmeiß den Motor an. Los! Reiter! Komm! Ich fahr! Hey! Den müsst ihr bezahlen! Okay. Oh, die Stopp! Oh mein Gott. Blitzer. Wurde ich geblitzt? Ich hoffe nicht. Ah! Oh mein Gott, Leute. Manfred, steig aus! Du hast keinen Führerschein, Manfred. Du darfst nicht fahren. Und ich glaube, wir sind eigentlich schon hier, oder? Ich glaube, hier ist der Hafen. Hafen! Okay. Warte, Hafer? Nein, Manfred, nicht Hafer! Keine Haferflocken! Flocken? Nein, Manfred! Hafen! Mit N! Ey, Leute, kein Spaß, lasst mir alle einen Daumen hoch da für Minecraft Titanic, die neue Horrorserie hier nach Labyrinth, Paradox, Yeti, Vampir und Ritual, Leute. Ich feiere diese Serien und kein Spaß, lasst mir einen Daumen hoch da, dann sehe ich, dass es euch das Ganze gefällt. Und abonniert mich, Leute. Die Serie kommt jede Woche am Sonntag und am Donnerstag um 12 Uhr raus. Damit ihr nichts verpasst, meine Verbester. Boot rot? Oh! Ha, Igor, lol, den gibt's auch noch. Grüß dich, Kamerad. Hört ihr euch auch an Igor? Der war ja damals in Minecraft Yeti, da ist er, glaube ich, gestorben. Aber wegen Paradox, wegen der Zeitlinienverschiebung, lebt er, glaube ich, wieder. Eine sprechende Melone habe ich auch noch nicht gesehen. Aber dort, wo ich herkomme, sprechen selbst die Braunbären. Oh mein Gott, Leute. Kein Spaß, erinnert sich noch, wir waren ja am Nordpol mal mit Igor. Warte, ich glaube, er erinnert sich gar nicht an mich. Mutter wäre stolz auf dich. Hey Leute, warum müssen wir immer mit so komischen Leuten Urlaub machen? Ich meine, Manfred, von dir rede ich gar nicht erst. Du hast gebucht Urlaub? Das wird jetzt unser Urlaub. Oh Leute. Manfred. Oh, warte mal. Das. Oh Leute, worauf habe ich mich hier schon wieder eingelassen? Ach ja, Leute, so lässt sich leben. Hier gechillt, einfach rumliegen in Sommerkleidung am heißen Pool hier am Whirlpool. Das haben wir mit. Warte mal. Manfred, was zum? Manfred, nicht unter Wasser liegen! Manfred, du ertrinkst! Blub! Leute, warum mache ich mit Manfred überhaupt Urlaub? Manfred, zieh dir was an! Ich meine, okay, er ist im Pool. Manfred, selbst im Pool. Was? Manfred! Hier ist ein. Nein, nicht das Kleid! Warum ist denn ein Kleid? Freiheit? Nein, Manfred, bitte keine Freiheit, bitte nicht heute. Manfred, Freibad? Ja, eigentlich ist es ein Freibad. Guck mal, wir sind hier auf einem Schiff, Leute, auf einer Kreuzfahrt unterwegs und wir haben Wasser in dem Pool auch hier. Bad? Ja, Manfred, baden. Hast du nie in deinem Leben gebadet? Warte, good? Bad? Bad? Warte, Manfred, was? Du warst kein so Englisch. What? Okay, Leute, Manfred kann Fremdsprachen. Gehst du nicht um? Manfred, das ist Mädchenumkleide. Okay, Leute, ich sage einfach mal nichts dazu. Bist du fertig? soll ich dir helfen, Manfred? Kriegst du es hin? Hä? Okay. Hör, warte mal! Was zum Manfred, muss ich das jetzt verstehen? Okay, Leute. Wisst ihr was? Wir sind auf Urlaub. Ja, wir stellen hier keine tiefgründigen Fragen. Alles klar. Essen, Cafeteria. Manfred, lass mal hier was essen. Was gibt's hier? Gibt's Toast? Was ist das hier? Ich glaube, das ist so ein Weckerl hier, so ein Brötchen. Hunger. Yeah, guck mal. Hier haben wir Brot, frisches Kuchen.
alles. Oh, Steak! Oh, guck mal hier, ein Wagyu Ribeye. Richtig nice. Und hier gibt's sogar Dings. Ein paar französische Brötchen, Leute. Hier ist ein Krug. Hier hätten wir ein bisschen Tee. Manfred, kannst du die Speisekarte hier lesen? ich kann sie nämlich nicht lesen. Was zum... Leute, was ist das hier? Grill nicht... War der Döner? Warte. Leute, war... Hey, ist das hier so ein Dönerspieß? Hier ist noch so ein bisschen Tee, so ein Brötchen. Oder Leute, wie nennt man diese Dinger hier? Ihr wisst, was ich meine. Dieser... Was? Ja, Manfred, ich weiß auch nicht, warum was hier. Ich glaube, hier, das wird hier gegrillt. Ich glaube, wenn man Fleisch will. Hier sind Muffins. Irgendwas mit K, glaube ich, heißt das. Kann, wir können es mal schreiben. Ja, Manfred, du kannst ruhig mal essen hier. Ich schau mich mal um, Leute. Weil, kein Spaß, ich will nicht aufspießen. Nein, Manfred, nicht aufspießen. Wir haben nicht ohne Grund hier diese ganze Kreuzfahrt gebucht hier. Okay, alles klar. Okay, was gibt's hier? Leute, wir haben ein Heimkino. Warte mal. Among? Warte mal. Leute. Kino? Warte mal, Leute, was zum... Warum ist hier ein Star Wars Millennium Falcon? Okay, Leute, ich hinterfrage mal lieber nicht, was für Filme hier laufen. Und warum? Warte mal, was zum... Nein, ich habe so viele Fragen. Warte, Sass? Warte mal, Manfred, woher weißt du Sass? Okay, Manfred, komm mit, das ist nichts für dich hier. Manfred, wir gehen jetzt mal in einen anderen Raum. Manfred, was läuft hier? Warum? Manfred, einfach keine Fragen stellen. Es ist all inclusive. Ich glaube, die... Vielleicht kann man nicht im Kino spielen oder so. Was ist hier? Open! Oh mein Gott, Manfred, dein Lieblingsraum. Oh. Manfred, ist aber nicht die Musik, die ich von dir kenne. Ist ein bisschen... Manfred, stopp. Manfred, wir haben Party. Guck mal hier. Sommerstimmung. Der Sommer ist fast da. Beet? Ja, hast du wieder Beethoven gespielt? Rot? Beetroot? Warte mal, was? Beetroot-Seeds? Manfred, was? Hier ist eine Blume. So eine Disco-Blume. Richtig geil, ey. Ich guck mal, die dreht sich sogar. Bist du Beetroot? Nein, Manfred, ich bin keine Beetroot. Ich bin eine Melone. Ich dachte, wir kennen uns schon gut genug. Warte. Manfred? Bootrot? Okay, Manfred, ich habe nur ein Bootgrün mit. Ich habe leider kein Bootrot. Aber Leute, willkommen hier. Okay. Guck mal, wir sind auf der Kreuzfahrt. Wir können hier endlich mal chillen, Leute. Kein Spaß, wir haben so lange mit komischen Monstern zu kämpfen gehabt hier in den ganzen Horrorserien. Wir brauchen wirklich mal eine Auszeit. Hier, und schau mal, wir sind unterwegs. Wir fahren gerade hier. Wo fahren wir überhaupt hin? Habt ihr das schon mal gefragt? In die Karibik? Guck mal, wir treiben gerade wirklich. Seht ihr das? Das Schiff bewegt sich. Wir treiben gerade ein bisschen seitwärts. Aber Leute, die gute Stimmung ist wahrhaftig in Luft. Wirklich. Leute, schreibt mir in die Kommentare, seid ihr auch schon gespannt auf den Sommer? Und wo würdet ihr gerne Urlaub machen? Oh, guck mal, hier ist so eine Leiter. Ich komme sogar rauf. Ey, Leute, kein Spaß, eine Schiffsfahrt ist das Geilste. Natürlich mit, den Besten. Warte, wo geht's denn hier überhaupt hin? Hier geht's runter? Wie viele Stockwerke hat dieses ganze Ding hier überhaupt? Hier geht's noch weiter runter? Hör, hier ist zu. Hier sind so Stahltüren. Okay, keine, was das soll. Manfred, wo bist denn du? Manni! Manfred! Fred? Fred? Mann? Ja, Manfred, das ist dein Zimmer! Manfred, Professor Koffer hat für uns Dings gebucht. Wer? Ja, du, das bist du, Mann! Oh, Leute, Mann, Leute. Kein Spaß, das, bist du. Nein, ich bin nicht Fred, Mann! Du bist Manfred! Was? Er checkt seinen eigenen Namen nicht. Oh Leute, guck mal, was du hier für ein... Ich hab... Ah, stimmt, jetzt fällt mir ein Croissant, war das vorhin. Und das ist so, Dings. Französische Brötchen. Warte. Vampir? Oh nein, Leute. Seine Erinnerungen kommen hoch von damals, mein schon Vampir. Bist du Vampir? Nein, Manfred, ich bin kein Vampir. Hauptsache, er hat hier Honig. Ey, Leute. Und was hatte ich hier stehen gehabt? Route 66. Ey, Leute. Igor. Ich glaube, der ganze Urlaub hier, wurde gebucht von Professor Koffer mit dem Geld, was wir aus Minecraft Labyrinth haben. Für Igor, Manfred, Koffer und mich. Leute, sollen wir mal anklopfen? Leute, kein Spaß. Der redet bestimmt wieder irgendein Müll hier von Yetis und Nordpol und keine Ahnung. Hallo? Bist du zu Hause? Oh, er hat schon. Pri,
Vivian, Gauss Room 40, mein Kamerade. Leute, was zum... Ingo, was hast du da an? Ich glaube, das ist nett für dich gedacht. Wie findest du meine Uniform? Komplett so ein Blumendings. Bist du sicher, dass das für dich ist und nicht für irgendein Mädchen oder so? Ich meine, für dich habe ich auch eine. Das ist nämlich unsere Uniform. Ich will gern. Leute, ich trage doch kein Kokosnuss-BH oder was auch immer der hat. Leute, kein Spaß. Da ist man einmal auf Urlaub. Ich meine, Leute, Igor war am Nordpol, ja. Der kommt aus dem kalten Norden. Der ist aus Minecraft Yeti oder theoretisch auch aus Minecraft Ritual. Ganz früher schon. Leute, ist auch schon lange dabei, ich, Igor. Okay, Professor Koffer, was mit dem hier? Leute, wetten, dass alles, was sagt, ist. Du Koffer! Alles klar. Bist du zu Hause, Koffer? Hallo? Oh! Ah, Professor Koffer! Hi! Grüß dich, du Koffer! Okay, Leute, wer hätte das jetzt kommen sehen? Hauptsache, der hat hier ein ganzes Labor drin, guck mal. Was machst du hier? Der hat hier einen Kalender? Wahrscheinlich trag dich irgendwie ein, wie lange wir schon fahren. Die Kreuzfahrt ist besser, als ich erwartet habe. Ja, stimmt, du hast dich echt gebucht. Professor Koffer, erzähl mal. Wo hast du gebucht? Auf Kreuzfahrt, buchen.com oder keine Ahnung? Projekt Titanic hieß die Reise. Nur es hatte 10 Millionen Euro gekostet. Ja, Leute! Leute! Wie viel Geld hatten wir eigentlich, Professor Koffer? Aus dem Labyrinth. Wir sind sogar die Einzigen auf dem Schiff. Und auch die Reichsten der Stadt. Ja, Leute! Wunder bin ich... Leute, ich habe mir schon gesagt, warum ist hier kein anderer auf dem Schiff? Aber Leute, die Fahrt kostet 10 Millionen, also. Ich glaube, es können sich nicht viele leisten hier in Minecraft, Titanic. Naja, also, das waren wir. Ich habe alles für die Kreuzfahrt ausgegeben. Warte mal, waren wir? Warte mal, du hast all unser Geld ausgegeben? Ich dachte, wir haben noch was über. Du Koffer, warum hast du mich nicht abgehalten? Ja, schau ich aus wie ein Finanzpirater oder so? Okay. Na mal, hoffen, dass der Urlaub das wert ist. Ich brauche mal eine Auszeit vor all den Koffern. Okay, alles klar. Du Koffer, tschüss jetzt. Mach's gut. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, oh mein Gott. Ich suche gerade nach einem Heilmittel gegen eine Krankheit namens Totemsucht. Oh, Leute, die Totemsucht, die ist mir schon bekannt hier. Hier ist mein Zimmer. Und Leute, ich kenne sogar das Heilmittel gegen die Totemsucht. Nämlich das Totem Highball Oberbrand. Leute, guckt euch mal das geile Design an. Schwarz und weiß, modern, ultrafuturistisch. Als Teil der neuen Hyper-Edition. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, shop.chaoswitz.com hier. Seit gestern gibt es brandneu, limitierte neue Edition hier. Mit Totem Hyper, die Melone Hyper, als Glowing Edition, die leuchtende Finsternis auch. Saftig Hyper und hier das Matrix Hochdruckdesign, wo ich drauf bin, Blocky Billy und ein ultrafuturistischer Lamborghini Terzo Millennio mit so ultra geilen Türen hier und einer futuristischen Stadt im Hintergrund. Alles limitiert nur 4 Wochen, Leute, nur bis 2. Juni. Also schaut vorbei, gönnt euch im Shop, sagt schon Eltern, wenn ihr das haben wollt. Weil die großen Bestellungen gibt es auch gratis. Die 4D Licht- und Finsternis-Autogrammkarte dazu hier mit goldener Unterschrift, halb hell hier und halb Dark Mode. Ultra sick hier. Auch nur solange der Vorrat reicht. Also es kann sein, dass die Karte auch schon vor dem 2. Juni ausverkauft ist, wenn ihr alle direkt wegschnappt. Also schaut mal bei und gönnt ihr euch. Aber Leute, wisst ihr, was ich mir jetzt gönne hier? Ich gönne mir jetzt erstmal einen guten Schlaf hier. Was zum... Manfred? Oh! Manfred, hast du gerade hier... Was? Warum ist hier ein Fenster von deinem Klo zu meinem Schlafzimmer? Leute, was soll... Wer hat diese Zimmer hier eingerichtet? Manfred! Hey, Leute. Oh, Leute. Leute. Da würde ich mal sagen, auf. Manfred. Hör auf! Hier zu pupsen! Raus hier! Manfred, Vampir. Honig. Auf geht's. Ab in die Haie. Oh mein Gott! Leute! Hallo! Was ist passiert? War da jemand? Ja, Leute, das war ein bisschen eine andere Schifffahrt, als ich mir das erhofft habe.
Was? Leute, wie ist denn das jetzt passiert? Hier schwimmt noch ein Tisch und, guck mal. War das die Küche? Nee, es war Manfred im Zimmer. Manfred? Oh nein, Leute. Von wo sind wir? Leute, Professor Koff hat nicht mal gesagt, wo wir überhaupt hingefahren sind. Karibik, tropische Inseln, keine Ahnung. Österreich? Ich meine, nach Österreich schaut das nicht so aus. Ja, Leute, das war mal ein Schiff. Aber, okay, der Haupttür ist noch intakt. Wenn man, Leute, vielleicht ist Manfred irgendwo drin. Okay, ich muss direkt zurück. Vielleicht steckt Manfred jemand fest. Ich will nicht, dass die wirklich ertrinken. Weil, Leute, Igor, Professor Koffer und Manfred. Auf geht's. Leute, ist euch, warte mal, wer hat das Boot eigentlich gesteuert? Warte mal, war das Autopilot? Ich habe keinen Captain getroffen, aber ich meine, vielleicht hat Professor Koffer das organisiert. Ja, Leute, das Boot schaut sehr kaputt aus. Ey, Leute, ich glaube, der ist ja bei der Insel angefahren. Guck mal, weil das so seicht wurde hier. Ja, das hat's auf jeden Fall zerrissen, Leute. Nein! Leute, meine Sache. Ich meine, ich habe meinen Schlitzel, also. Ich bin eigentlich safe. Aber Leute, was ist mit Manfred? Ich habe jetzt nicht irgendwo am Ufer angespült gesehen. Wie es aussieht, ist das hier eine tropische Insel. Okay, Leute, allererstes, Menschenleben sind wichtig. Okay, das heißt, wie komme ich überhaupt drauf? Kann ich hier hochspringen? Ich höre schon die Möwen. Ich meine, Leute, denkt mal logisch, Manfred hat schon einiges überlebt. Der lässt sich von einem Schiffs... Ich meine, okay, Leute, es ist ein Schiffabsturz. Ich meine, guck mal, Leute, guckt mich an. Ich bin, nicht mehr so ganz melonig, wie ich heute war. Hier geht's rein. Vielleicht führt da irgendein Weg rein. Ey, guck mal, das ganze Loch hier. Leute, Eisberge habe ich keine gesehen. Ich glaube, das war, guck mal, hier so. So diese Bäume, wahrscheinlich sind da komplett durchmarschiert. Also das ganze Boot. Guck mal, selbst der Stahl hier, das Eisen hat nichts ausgehalten. Hier ist dunkel. Ich glaube, das ist der Lagerraum. Ich glaube, unten im Schiff ist normal der Lagerraum für so schwere Gepäckstücke. Oh, komm, Leute. Mein ganzes Shirt ist auch zerrissen, seht ihr es? Oh mein Gott, ist hier dunkel. Okay, ich nehme mal eine Fackel. Alter, guck mal, hier sind so Röhren und so. Hier ist ein Fass. Ich glaube, hier ist nichts drin, gell? Leute, wir waren halt echt die einzigen Passagiere. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Professor Koffer, der war ja vor mir schon im Boot. Ich weiß nicht, ob der irgendwas mitgenommen hat. Aber wie es aussieht, haben wir hier nichts, was irgendwie... Hä? Hier ist so ein schwarzes Rohr. Was ist das? Hinten ist der Typ. Ah! Weg! Was war das? Lauf! Oh mein Gott! Ich dachte, es war ein Rohr! Okay, ich gehe nicht zurück. Wenn Manfred da drin ist, dann GG. Dann keine Ahnung. Leute, und guck mal, mein Sichtfeld war so richtig verschwommen. Alter, der hat sich richtig creepy angehört. Okay, Leute. Wir haben ein größeres Problem, als ich dachte. Nicht, dass wir mit dem Schiff gecrashed. Leute, ist das der Grund, warum wir gecrashed sind? Und was war das? Leute! Ich dachte, das ist einfach nur so ein Rohr oder irgendwas gewesen. Okay, Leute. Wer oder was auch immer das Schiff gecrashed hat, ich will es nicht rausfinden. Ich bleib weit weg von... Aber ich meine, ich muss jetzt ins Schiffsreich zurück. Für Materialien und für keine Ahnung. Um nach den anderen zu suchen. Wobei, es scheint nicht viel untergegangen zu sein. Da war was! Leute, spult zurück! Habt ihr gesehen? Da war irgendwas Schwarzes! Wait!
Das, was auch immer gerade im Schiff war, nie im Leben ist es so schnell. Leute, es gibt mehrere. Hier ist ein Weg. Manfred, bist es du? Professor Koffer? Oder Igor, hast du vielleicht eine neue Rüstung? Oh mein Gott, guck mal, das ist saudicht. Okay, Leute, ich mache jetzt vielleicht einen Fehler. Aber es geht hier um meine Freunde. Leute, ich habe 3 meiner Freunde verloren. Es wird doch schon irgendjemand gewesen sein. Ich habe ein Schweizer Taschenmesser. Frisch geschärft wie ein Ritual damals. Da ist safe irgendwas gerannt. Ich habe nicht gesehen. Was? Ich habe nur dunkel gesehen. Hier ist ein Schwein. Warte mal. Manfred! Warte. Türkier? Was? Warte mal. Was hast du da an? Was ist für Musik? Warte, warum ist es so laut? Was zum? Manfred, das ist zu viel Bass! Manfred! Stopp! Warum hast du ein Türkei-T-Shirt an? Musik? Was für Musik? Warte, Manfred, warum Kebab? Manfred, bist du ein Fan von der Türkei geworden, oder? Warte mal, was stand hier gerade? DJ Manfred, Musik? War der Döner? Nein, Manfred, das ist eine Kuh. Du, das sind Wildtiere. Ich weiß nicht, ob hier geschütztes Gebiet ist. Und woher hast du jetzt diese Sachen? Bist du Döner? Manfred! Hast du dich schon umgeschaut? Wir sind gecrashed mit dem Schiffswrack. Aber im Schiff hier. Okay, Leute, Manfred juckt anscheinend nicht. Manfred ist anscheinend so ein Giga-Chat hier. Der geht einfach hier. Er hat nicht mal die Kratzer. Warum? Ach, Döner. Manfred. Ach, Leute, jetzt weiß ich ja, warum. Wisst ihr noch, in der Küche, in dem Schiff, da war ja ein Döner. Leute, ich glaube, Manfred hat hier... ich glaube, der hat irgendwie... Nein! Was für ein Nein? Okay, Manfred, komm mit. Pass auf. Hör mir zu. Hier sind richtig komische Kreaturen unterwegs. Okay. Im Schiffsverkehr, okay, also du, dir geht schon mal gut. Warum Dürüm? Was für Dürüm, Manfred? Das ist so dumm. Hier bin ich gestrandet. Warum? Ja, Manfred! Hier! Schiff kaputt! Ja! Okay. Komm mal mit hier. Hier ist ein Pfad. Wir müssen Professor Koffer und Igor suchen. Igor hat die Waffen, die uns beschützen, und Professor Koffer das Hirn. Und Manfred, du, ja. Ich weiß nicht, woher ich sein, was du hast. Nein, Manfred, bleib hier! Und hier lauern komische Monster. Ich bin einem schon im Schiff begegnet. Leute, habt ihr gesehen, was der für komische Augen hatte? Und ich glaube, der konnte Strom manipulieren. Hier ist ein Haus. Okay, Manfred. Wir haben jetzt 50-50 Chance. Zu Hause? Nein, warte. Entweder wir finden jetzt hier Professor Koffer oder Igor. Oder dieses komische Monster. Leute, ihr seid meine Zeugen. Ich habe vorhin eins der Viecher gesehen hier. Okay. Hallo? Ich bin's, der Flo. Ich suche nur das Klo. Okay, scheint kein Zuhause zu sein. Manfred, mir gehört die grüne Seite. Ich mag grün lieber. Lol, nice. Lol, Manfred, Honig. Komm mal, Manfred. Honig? Ey, Leute, da fühlt ihr sich gleich wie zu Hause. Okay. Ich zieh mich an, meine Sachen. Mein Totem Highball Overprint. Leute, shop.graffiti.com. Gönnt euch hier. Es ist richtig sick hier. Und ja, damit ich nicht komplett zerrissen bin. Ja, ich meine, ein bisschen Melonensaft drin bin noch raus, Leute. Aber der fließt schon wieder rein. Warte mal, Manfred! Was? Kein Grund zur Sorge, meine Subjekte. Dr. Koffer? Warte mal, Leute, wer ist Dr. Koffer? Eure Kreuzfahrt auf der Titanic verläuft perfekt nach Plan. Leute, das ist nicht Professor Alles wird gut. Du bist nicht Professor Koffer, oder?
Schon Professor Koffer geht es gut. Er ist in Sicherheit. Manfred? Was? Manfred, hast du ihn gesehen? Leute, ich dreh doch nicht durch, oder? Ja, mach zu. Was? Döner? Manfred, woher hast du Döner? Hä? Guck mal. Hast du ein bisschen was abgeschnitten? Oh, guck mal, das ist actually Döner. Was? Ja, Manfred. Warte, Zitrone? Nein, das ist eine Vase. Das sollst du lieber nicht, Leute, warum sage ich überhaupt was? Manfred! Ah! Oh, okay. Okay, Manfred, wir müssen reden. Wenn du jetzt irgendwie... Manfred, wir wohnen im selben Zimmer. Bitte, Manfred, nicht. Was machst du? Das flackert. Strom an? Ich glaube, wir sollten es nicht kaputt machen. Wir können nicht froh sein, wenn wir überhaupt irgendeinen Strom haben. Stopp! Leute, ich hab's Manfred! Was? Du hast gesehen, oder? Angst! Leute, spul zurück! Okay, Manfred, wir müssen... Es wird Nacht! Ja, es wird dunkel. Okay, was hast du? Oh. Also ja. Professor Doktor Koffer? Ja, Manfred, ich hab keine Ahnung. Stimmt, der hieß Doktor Koffer. Warum Doktor? Nein, Manfred, kein Tor. Alter, komm, es wird richtig dunkel jetzt. Was? Leute, und der ist doch einfach verschwunden. Das war so ein richtig komischer. Oh mein Gott, das ist sau creepy. Okay. Komm, ich sehe halt gar nichts. Ey, Leute. Stopp. Was war das? Stopp. Da klopft jemand an. Klopf, klopf. Igor! Alles gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Okay, Igor, hör mir zu. Es gibt ja richtig komische Viecher, die sind ganz dunkel. Jetzt machen wir Party wie im Norden. Leute! Was? Bist du gehypt? Denn die neuen limitierten Hyper-Designs von Saftig, Team Melone, das Matrix-Hochdruck-Design und das futuristische Totem-Hyper-All-Over-Print ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt's die 4D-Licht- und Finsternis-Autogrammkarte zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaos50.com.